da drüben, hier, sieht man den Weg hochgehen, den ich heute genommen habe. Ich habe ja vor anderen Seite hierher gezeigt. Da oben übrigens waren die Bäume alle noch weiß am Montag. Und ein Bauer hat mir gesagt, dass das oft vorkomme. Zum Teil auch im späten Frühjahr. Oh, da hier, das ist so eine schöne Stelle. Der Wanderweg führt jetzt da hier oben durch, da. Und da weit hinten, ich weiß nicht, ob man das erkennen kann, dort sieht man eine Alphütte. Lieber Uwe, lieber Stefan, dort sind wir bei unserer ersten gemeinsamen Wanderung durchgekommen. Geht's da wieder schön der Seite entlang. Einen Blick nach hinten und diesen Hang entlang bin ich jetzt nach vorne gekommen. Da in diese Richtung vorne ist irgendwo Langnau. Ist da über schöne Alpwiesen. Die hat dann viele Tannenzapfen. Von da hinten komme ich jetzt. Das ist ein langes Tal, der Gohlgraben. Und hat auch noch viel Seitentäler.
aber schön ist es da. Immer wieder schöne Aussichtspunkte. Und da geht es jetzt wieder in einen Wald hinein. Das da vorne ist auch so ein interessanter Hügel. Die Berge sind noch voll mit Schnee. Uwe und Stefan, jetzt kommen wir unserer Wanderung auch immer näher. Seht da vorne schon den Weg, der hochgeht, wo wir genommen haben. Also kann da die Lüderenalp nicht mehr so weit sein. Da unten sieht man jetzt schon die Lüderenalpstraße. Und ich kann da jetzt schön den Wald entlang. Das ist auch eine große Buche da vorne. Und ganz eine schöne. Nochmals einen Blick auf die hintere Arnialp, das Restaurant. Und da hier vorne, da genau, da ist das Hutelbad. Das, was ich euch erzählt habe. Und da ganz vorne, hier vorne, ist das große Bauernhaus, wo ich auch noch ziemlich lang mit dem Bauer gesprochen habe. Da bin ich jetzt runtergekommen und jetzt geht der Weg da weiter. Ich bin schon bald bei der Lüderenalp vorne, das berühmte Hotel. Und da gibt es auch noch etwas zum Erzählen. Und zwar gibt es da im Emmental die sogenannte Chilbi. Das ist ein riesengroßes Fest. Früher wurde das hauptsächlich von den Bauern gefeiert, nach der harten Arbeit. Durch den Sommer hat man dann im Herbst eine sogenannte Chilbi gemacht. So auch da auf der Lüderenalp. Die Chilbi findet immer am 2. August Sonntag statt. Wahrscheinlich wurde sie gegründet um 1800. Es kann auch ein bisschen früher, aber auch ein bisschen später gewesen sein. Man kann das nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen. Und gewidmet ist diese Chilbi dem heiligen Oswald. Das ist der Schutzpatron vom Vieh. Man hat also dem heiligen Oswald
seinen Dank erwiesen, dass er das Vieh behütet hat. Das Lüderen Alphotel war ja früher ein Kurhaus. Es gab da verschiedene Kuren, hauptsächlich mit Molke. Das ist ein Produkt, das beim Käseherstellen entsteht. Und jetzt kommt dann schon bald noch die große Überraschung. Etliche von euch wissen schon, was ich meine. Diese Sitzbank ist sage und schreibe 38,05 Meter lang. Es ist die längste Sitzbank der Welt, die aus einem Stück Holz besteht. Es gibt im Kronberg, im Appenzellerland noch eine längere, aber die ist aus mehreren Stück zusammengesetzt. Und somit nicht die längste. Und das ist der Ausblick da von der Lüderen Alp. Da hinten das Hotel. Es hat momentan geschlossen. Lieber Uwe, lieber Stefan, einen ganz lieben Gruß von mir. Hier auf dieser Bank haben wir uns zum ersten Mal getroffen, vor einem Jahr. Es war so schön, mit euch eine ganz interessante Wanderung zu eurem Feriendomizil zu machen. Ich hoffe, dass ich noch ein paar Wanderungen mit euch machen kann. Liebe Therese, lieber Stefan und lieber Uwe, hier trennen sich jetzt wieder unsere Wege. Wir sind damals hier hochgegangen und ich nehme jetzt ein bisschen einen anderen Weg Richtung Wassen. Und zwar da hier, zuerst noch ein bisschen der Straße entlang. Zwischendurch geht der Wanderweg wieder von der Straße weg, dann wieder in die Straße. Und zuletzt trennt er sich dann ganz von der Straße. Da nochmals einen schönen Blick auf die andere Seite zu diesem riesigen Hof. Dort, wo ich hochgekommen bin. Da drüben sieht man nochmal das Hotel. Und da hinter diesen Bergen, schon fast gesagt, da vorne, da bin ich hinten durchgewandert. Und jetzt noch ein schöner Ausblick da auf die andere Seite, das Huttelbad. Da zwischen diesen Ästen durch, da hier oben. Und ich muss doch da noch ziemlich an Höhe verlieren, bis ich wieder ganz unten im Tal bin. Und da sieht man noch bis zum Jura. Von daher sehe ich nach Hause. Und zwar
ist Lützelflüh hier vorne. Da habe ich jetzt wieder ein kurzes Stück neben der Straße und dann da hier vorne geht es wieder hoch da. Jetzt komme ich dann bei diesem Hof da hier vorne vorbei. Und irgendwo da weit vorne wäre Wassen. Da habe ich wieder eine hohle Gasse, aber nur kurz. Komme ich unten schon wieder in die Straße rein. Das ist jetzt der hinterste Teil vom Röthenbachgraben. Der teilt sich dann noch. Und da die hinteren Gebiete, die heißen noch anders. Aber es ist einfach der Ausläufer vom Röthenbachgraben. Ja, bis dort ganz hinten am Horizont war ich. Hinter diesem höheren Berg dort. Und jetzt da noch auf die andere Seite. Da ist ein bisschen dunstig. Aber jetzt. Das geht immer noch weit, weit runter. Ja, das Emmental. Schon eine ganz spezielle Landschaft. Ja, das ist eine Wahnsinnsstrecke, die ich da zurückgelegt habe. Da hier hinten, da sieht man einen Hügel. Dort hatte ich die ganz, ganz schöne Aussicht. Und da oben sieht man noch das Hotel. Da hier ganz oben, da. So, jetzt geht es da diesem Wald entlang. Das da ist auch ganz ein schöner Weg. Da ganz drüben ist der große Hof und da hier vorne an diesem Wald oben geht der Weg durch, wo ich heute Morgen hochgewandert bin. Und da hier vorne habe ich jetzt dann links ab von der Straße und sehe sie nicht mehr. Ja, diese Täler da. Jetzt bin ich Wassen im Emmental Aschberg. Und hier trenne ich mich jetzt von der Straße.
dann nochmals einen Blick auf die andere Seite rüber. Da sieht man jetzt nochmal in das Heimisbachtal runter. Da hier vorne, bei diesem Haus da, bin ich heute Morgen auch durchgekommen beim Ausstieg. Jetzt geht es da vorne wieder runter und dann da vorne bei diesem Haus da, ganz am Wald oben, das ist noch mein letzter Aufstieg, den ich habe. Von dort geht es nur runter. Ein schöner Waldweg. Da unten die Häuser, wo ich heute Morgen durchgekommen bin. Und das obere Haus. Da bis zum Horizont, noch über diese Berge, bin ich hinten durchgekommen. Bis da hier hoch kommt der Skilift von Wassen. Ich weiß aber nicht sicher, ob der überhaupt diesen Winter mal in Betrieb war. Der kommt hier hoch. Und was kommt da vorne langsam zum Vorschein? Wasen. Schön. Ich habe schon bald geschafft. Jetzt nur noch dieser Abstieg hier. Und da unten, wo das kleine Häuschen ist, ist auch das Ende vom Skilift. Wow, ist das schön da. Einen letzten Blick auf das Dorf Wassen. Ich habe jetzt mein Ziel schon bald erreicht. Da hier unten ist die Haltestelle. Da hier. Schönes Dorf. Da vorne ist jetzt meine Busstation. Es hat sich wirklich gelohnt, diese Wanderung noch zu machen. Es war ein ganz, ganz schöner Tag, aber auch der Montag hat seinen Reiz gehabt. Jetzt kann ich dann die Videos und Aufnahmen miteinander verbinden und im selben Video veröffentlichen. Danke.